Jede Zahl steht für eine Pflegekraft, die an deutschen Krankenhäusern fehlt, sagen sie. Die Beschäftigten am Klinikum Chemnitz fordern nicht mehr Geld, sondern mehr Kollegen, denn sie müssen immer mehr Patienten versorgen. Auch Christoph Steinert ist unzufrieden. Er beklagt den wachsenden Papierkram und zu wenig Zeit für seine Patienten. Dieses Patientengespräch leidet. Man kann zum Teil nicht so lange zuhören oder mit dem Patienten ins Gespräch kommen, sich über seine Probleme austauschen, wie ein das selbst lieb wäre. Der eigene Anspruch mit den Anforderungen, der leidet sehr. Und das ist, denke ich, ein großer Punkt, der den Pflegekräften im Allgemeinen zu schaffen macht. Bundesweit fehlen 162.000 Stellen, 70.000 davon in der Pflege. Das hat Verdi ausgerechnet. Der Entwurf für ein neues Krankenhausstrukturgesetz bringt laut Gewerkschaft kaum Entlastung. Gerade mal eine Pflegestelle mehr pro Klinik ist 2016 vorgesehen. Doch für ausreichend Personal sei kein Geld da, so der Geschäftsführer in Chemnitz. Wir sparen an allen Ecken und allen Enden, versuchen unsere Erlöse zu optimieren. Und Schwerpunkt ist Erlössteigerung, Sachkostensenkung, um damit ein maximales Budget fürs Personal zu haben. Wie hier in Chemnitz hoffen Klinikmitarbeiter bundesweit, dass sich bald etwas ändert, für sie und damit auch für ihre Patienten.